man ein Theater aufmacht, dann muss man einen Vogel haben und muss verrückt sein. Ja? Sonst tut man sich das nicht an, sonst macht man das überhaupt nicht. Ewald Polacek, Theaterinhaber und TAM-Prinzipal. Da ist auf einmal alles zu, ein ungewohntes Gefühl. Ich habe in den letzten 25 Jahren maximal 4 Tage im Jahr Urlaub gemacht. Wenn man 6 Monate lang keinerlei Einnahmen hat und alle Fixkosten für 2 Häuser, für Bühnen, für Angestellte weiterlaufen, das geht dann an die Existenz und das tut weh. Nichtsdestotrotz versuchen wir heute im Kleinen unser Jubiläum noch ein bisschen weiterzuführen, in der Hoffnung, dass es dann besser werden möge, was ja viele prophezeien. Und man denkt sich, irgendwann muss sich ja auch diese Situation wieder zum Positiven ändern. Und so flexibel sind wir, dass wir uns halt anpassen, möchten wir das weiter betreiben, weil wir das als schön und wichtig erachten. Ja, solange es gilt.